XA wurde gegründet 2017 in London. Hat in relativ kurzer Zeit es geschafft, viele Menschen zu mobilisieren. 2018 haben 20.000 Menschen mit friedlichem zivilen Ungehorsam die Hauptstadt ziemlich lahmgelegt. Und sie haben es geschafft, dass sie zu Gesprächen mit hochrangigen Regierungsmitgliedern eingeladen wurden. Das Parlament hat den Klimanotstand ausgerufen. In Frankreich und in UK wurden BürgerInnenversammlungen einberufen. Dazu kommen wir später noch. Der Punkt ist, dass die Bewegung als eine von natürlich vielen anderen Bewegungen zusammen es geschafft hat, in relativ kurzer Zeit relativ viel zu erreichen schon. Und es gibt heute in über 100 Ländern Gruppen von Extinction Rebellion, sogar auf allen Kontinenten. Es gibt, glaube ich, so ein paar AntarktisforscherInnen, die sich jetzt irgendwie mit XA-Flagge an Südpol gestellt haben. Das ist also ganz grob das, was bisher geschehen ist. Die entscheidende Frage ist natürlich, was wollen wir denn eigentlich? Also, wenn wir jetzt irgendwie von die letzten zwei Jahre uns anschauen und uns überlegen, wie wir in den nächsten Jahren diesen Wandel, der ja wirklich sehr dringend passieren muss, erreichen wollen. Wir haben drei Forderungen, die diesen Weg sozusagen skizzieren. Die erste Forderung heißt, sagt die Wahrheit. Und sie richtet sich im Kern an die Regierung. Also das, was wir gerade hier versucht haben, ganz kurz zu skizzieren, die Wahrheit darüber, wie die Klimakrise uns bedroht und wie der ökologische Kollaps uns bedroht, ist nichts, was eine Regierung ohne weiteres bisher zumindest bereit war, so angemessen zu kommunizieren. Also jede Regierung, die sich heute irgendwie vor eine Kamera stellen würde und sagen würde, Leute, wir wissen, wir haben in den letzten Jahrzehnten Scheiße gebaut. Wir haben nicht angemessen reagiert auf das, was die Wissenschaft uns gesagt hat. Das ist was bisher undenkbar scheint. Deswegen ist diese Forderung, so trivial sie klingen mag, sagt die Wahrheit eigentlich eine ziemlich radikale Forderung. Und wir stellen uns das so vor, dass ein Klimanotstand ausgerufen wird. Das ist hier und da schon passiert. In Berlin unter einem anderen Namen so ein bisschen. Wie gesagt, in Großbritannien, auch in Frankreich. Aber entscheidend ist eben, dass die Regierung tatsächlich irgendwie auf den Ernst der Lage hinweist und im nächsten Schritt auch angemessen handelt. Dazu würde gehören zum Beispiel, dass keine Gesetze mehr verabschiedet werden, die den ökologischen Raubbau weiter vorantreiben und dass auch existierende Gesetze auf den Prüfstand gestellt werden. Die zweite Forderung gibt sozusagen das Endziel vor. Also die erste Forderung ist der allererste Schritt, was jetzt passieren muss, einfach damit wir auch Menschen weiter erreichen, damit einfach die breite Bevölkerung eine Chance hat zu verstehen, was gerade passiert. Die zweite Forderung ist das Endziel, aber sie ist gleichzeitig so formuliert, dass sie auf die Dringlichkeit hinweist. Sie heißt nämlich, handelt jetzt. Wir wissen, dass uns sehr wenig Zeit bleibt, um den Kollaps zu vermeiden. Darüber haben wir im ersten Teil ausführlich gesprochen. Und deswegen wissen wir, dass wir sehr, sehr schnell netto null Treibhausgasemissionen erreichen müssen. Netto null heißt, dass wir nur noch so viel ausstoßen, wie die Natur wieder aufnehmen kann, sodass wir innerhalb dieses planetaren, halbwegs sicheren Raums oder innerhalb der planetaren Grenzen bleiben können. Und für Deutschland wollen wir das 2025 erreichen. Das liegt daran, dass wir wissen, wie viel Zeit noch bleibt, bis das 1,5-Grad-Ziel außer Bedrohung gerät. Das liegt aber auch daran, dass Deutschland, wenn man sich anguckt, wer für die Emissionen bisher in der Geschichte verantwortlich ist, auf Platz 4 liegt. Also wieder das Argument, dass irgendwie China, Indien, wer auch immer, erstmal handeln muss. USA, Russland, ich glaube Kanada und Deutschland sind die Top 4 Emittenten in der Geschichte. Gleichzeitig ist Deutschland so ziemlich das reichste Land der Welt, technologisch wahnsinnig gut aufgestellt. Also reich vielleicht in Anführungszeichen, weil es eben so ist, wie wir Reichtum definieren mit diesem materiellen Stuff. Aber auf jeden Fall sind wir davon überzeugt, dass Deutschland es vergleichsweise leicht fallen würde, Netto Null zu erreichen. Deswegen unsere Forderung, handelt jetzt bis 2025 Netto Null Emissionen und ein Stopp des ökologischen Raubbaus, Stopp des Artensterbens. Das ist das Ziel, was wir formulieren. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und wir als XA, uns ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht so tun, als wären wir selbst irgendwie die ExpertInnen, die genau wüssten, wie wir dahin kommen. Und wie Till auch schon gesagt hat, ist es auch überhaupt nicht unser Anspruch, dass wir jetzt irgendwie
vorgeben, was passieren muss. Wir haben keine Ahnung und es wäre auch einfach undemokratisch. Was wir wollen, ist, dass die demokratischen Institutionen, die es gerade nicht schaffen, angemessen auf die Krise zu reagieren, in die Lage versetzt werden, so reformiert werden, dass sie es schaffen. Und das können wir nur erreichen, glauben wir zumindest, indem wir mehr Demokratie schaffen. Und deswegen ist unsere Forderung die nach einer BürgerInnenversammlung. Wir wollen, dass die Maßnahmen, die nötig sind, um unser Ziel zu erreichen, rechtzeitig Netto-Null-Emissionen zu erreichen, beratschlagt werden und entschieden werden von einer BürgerInnenversammlung. Das ist ein Instrument, was es in anderen Ländern schon gibt und was sehr erfolgreich eingesetzt wurde, zum Beispiel in Irland. Irland ist ein sehr katholisches, konservatives Land und ein Thema wie die Homo-Ehe oder Abtreibungsrechte waren was, was keine Partei da über Jahrzehnte überhaupt ansprechen konnte, weil alle Angst hatten, Teile der Bevölkerung sofort vor den Kopf zu stoßen und WählerInnen zu verlieren. Deswegen hat eine Bürgerinitiative es geschafft, eine BürgerInnenversammlung da einzuberufen. Das sieht dann so aus, dass, willkommen an alle, die noch gekommen sind, das sieht dann so aus, dass zufällig Menschen ausgelost werden aus der Bevölkerung, aber auch nicht komplett zufällig, sondern so, dass alle Teile der Bevölkerung anteilig so repräsentiert sind, wie sie auch vertreten sind. Das heißt also natürlich nach Geschlecht, nach vielleicht Bildungsgrad, reiche Menschen, arme Menschen, Menschen mit Migrationserfahrung, Menschen ohne und so weiter, die alle eingeladen werden, eine Zeit lang zusammenzukommen und gemeinsam zu beratschlagen, was passieren muss. Dabei können Sie selbst sich sozusagen ein Gremium aussuchen von ExpertInnen. Das können dann Wissenschaftler sein, IngenieurInnen, vielleicht VertreterInnen der Zivilgesellschaft und so weiter, die Sie beratschlagen. Aber am Ende geht es darum, dass es ein Prozess ist, in dem die Menschen miteinander beraten, was tatsächlich eine mehrheitsfähige oder sogar konsensfähige Lösung wäre, um der Krise zu begegnen und die Krise zu lösen. Und in Irland zum Beispiel war das Ganze so erfolgreich, dass sich am Ende gezeigt hat, dass der Kompromissvorschlag, den die BürgerInnenversammlung gemacht hat, der die Ehe zwischen homosexuellen Paaren erlaubt hat und der faire Abtreibungsrechte geschaffen hat, in der breiten Bevölkerung mit der gleichen Mehrheit angenommen wurde, die sie auch in der BürgerInnenversammlung hat. Das zeigt also, dass diese Versammlungen die Bevölkerung so gut repräsentieren, dass es fast so ist, als ob tatsächlich eine Art von Basisdemokratie geschaffen würde. Bürgerinnenversammlungen sind auf jeden Fall ein Thema, was ich total interessant finde, und ihr könnt mehr darüber erfahren. In der Rebellion Wave wird es Veranstaltungen dazu geben. Auf der Website findet ihr mehr Informationen dazu. Was noch ein wirklich interessanter Punkt ist, ist, dass Bürgerinnenversammlungen wie in Irland zum Beispiel dieses Problem echt lösen, dass Parteidemokratie viele Probleme nicht angemessen angehen kann. Einfach weil Menschen permanent im Wahlkampf sind, weil an Parteistrukturen und an gewählten VertreterInnen ganz viele Existenzen hängen. Und diese Menschen, die, ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn man durch eine lange Parteikarriere gegangen ist und davon abhängig ist, in Netzwerken von Loyalität, meinetwegen wieder auf die nächste Wahlliste gesetzt zu werden, dass man im Fraktionszwang im Bundestag abstimmen muss mit seiner Partei, dass es sehr, sehr schwer ist, selbst wenn man als Abgeordneter oder Abgeordnete verstanden hat, was eigentlich passieren müsste, ist es extrem schwer, sich dafür einzusetzen, dass wirklich was passiert. Und deswegen sind selbst erfahrene ParlamentarierInnen ziemlich angetan von der Idee. Und selbst Wolfgang Schäuble, der jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er besonders tolle demokratische Entscheidungen treffen will, zum Beispiel in Bezug auf Griechenland, hat gesagt, dass er als Bundestagspräsident empfiehlt, diese BürgerInnenversammlung umzusetzen, weil nur so eben gewährleistet werden kann, dass Maßnahmen am Ende geschaffen werden, die in der breiten Bevölkerung akzeptiert werden, die einfach alle Interessen angemessen berücksichtigen. Und die eben ParlamentarierInnen nicht treffen können, weil sie Angst haben müssen, nicht wiedergewählt zu werden. Das sind also die drei Forderungen. Und es wäre vermutlich auch sozial gerecht, ne? wenn die Gesellschaft, ein Spiegel der Gesellschaft, solche Entscheidungen fällt, denn das keine Entscheidungen sein, die, sagen wir mal, die oberen 10% der Gesellschaft bevorzugt. Es wird keine Entscheidung sein, meiner Erwartung, die auf Trickle-Down-Economics oder ähnliches beruht. Das würde eine Entscheidung sein, mit der die Menschen selbst leben wollen.
und leben können, wie sie auch ihren Familien, ihren Freunden und Nachbarn kommunizieren können, denn Einschränkungen sind notwendig. Und das wäre eine Art und Weise, wie eben so eine Transformation stattfinden könnte, die es vielleicht sogar gerechter macht, als es jetzt ist. Um es also kurz zusammenzufassen, wie unsere drei Forderungen sich zueinander verhalten. Es geht darum, jetzt die Wahrheit anzuerkennen, jetzt das Ziel zu setzen, in kurzer Zeit die nötigen Maßnahmen zu treffen, und der Weg dahin sind die BürgerInnenversammlungen. Und deswegen legen wir auch viel Wert darauf, keine inhaltlichen Vorgaben zu machen. Das hängt auch zusammen damit, was du schon gesagt hast, mit dem Prinzip, dass wir nicht einzelne Schuldige benennen, sondern wir wollen tatsächlich ein Demokratie-Update oder Politik-Neuleben nennen wir das. Und das finde ich, ist auf jeden Fall für mich irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal von XA und das, was mich sehr überzeugt hat. Okay, wir haben, was für euch vielleicht gut zu wissen ist, insbesondere wenn ihr...